Ich will keinem Angst machen jetzt, aber ich kann schon gefährlich sein. Ja, ich habe ein großes Idol von kleinen Monsterschülern gesprochen und dieses Idol war eine Respektsperson, ein blaues Monster. Auf ihn schauen sie alle auf und es ist ein großes Vorbild für die Kinder und ich finde, das kann man auch ein bisschen übertragen, dass ich als Torwart, als Bayern-Torwart, als Nationaltorwart bin ich auch oft ein Vorbild für die Kinder, für die kleinen Fußballer, die sich natürlich, wie ich es früher auch gemacht habe, sich Vorbilder suchen. Und das passt ein bisschen jetzt auch zu meiner Person und zur Rolle in dem Film. Und alles, was ich weiß, habe ich auf der Uni gelernt. Auf der Monster-Uni. Super, sehr gut. Ja, da muss er selber lachen. Ich muss natürlich in meiner Stimmlage bleiben. Ich finde, man sollte mich dann ja auch erkennen, wenn ich dieses Monster spreche. Und ich habe einfach versucht, mein Bestes zu geben. Und er hat mir dann Tipps, Hinweise gegeben, wie ich mich anders positionieren kann. Zum Beispiel eins ist mir mal aufgefallen. Ich habe versucht, einfach wie eine Statue da zu stehen am Anfang und reinzusprechen ins Mikrofon. Aber er hat gesagt, dass man wirklich die Körpersprache auch mit einfließen lassen soll in die Szene und dass man wirklich auch mit Händen und Füßen gestikuliert. Und das hat dann auch geholfen und das hat sich dann besser angehört. Dann ist heute euer Glückstag, weil ich nämlich ganz zufällig ein solcher Schrecker bin. Was zum Beispiel nicht schlecht ist, es gibt ja auch ein paar Monster, die viele Augen haben, also so zum Beispiel 8 Augen und die würden ja quasi alles sehen, ne? Und wer halt alles sieht und eine gute Übersicht hat, der ist auf jeden Fall ganz weit vorne in meiner Aufstellung und der gehört eigentlich ins Zentrum vor mir und klar, ich kann ja jetzt nicht gegen David Alaba und Philipp Lahm irgendwas sagen, die gehören schon auch zu meiner Aufstellung und dementsprechend einen, der die Übersicht bewahrt mit mehreren Augen und dann die 2 Außenflitzer und ja. Mit Dante spiele ich auch gerne zusammen.